Schönen guten Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren. Schönen guten Abend. Nach diesem ganz besonderen Auftakt begrüße ich Sie ganz besonders herzlich hier in der Hans-Martin-Schleierhalle in Stuttgart zur Parade der Nationen 2000. Willkommen, meine Damen und Herren. Grüß Gott. Es sind Musiker, Akteure, Künstler aus sieben Nationen, die uns viel, viel Freude machen werden. Zum ersten Mal, meine Damen und Herren, zum ersten Mal dabei Gäste aus Rumänien, das Repräsentationsorchester der rumänischen Armee. In ihrem Heimatland Rumänien gehören sie, das kann man mit Fug und Recht sagen, zum geistigen, zum kulturellen Leben. Und ich glaube, man übertreibt es nicht, wenn man sagt, sie sind eigentlich so beliebt wie Popstars. Das liegt natürlich an der fabelhaften Musik, die sie machen. Und diese Musik hat sie auch schon zu sehr vielen Festivals hingeführt. Zum ersten Mal allerdings heute nach Stuttgart. Das Repräsentationsorchester der rumänischen Armee unter Leitung von Major Constantin Coman. Soldaten müssen immer lustig sein, Soldaten müssen
die Menschen küssen. Soldaten müssen lustig sein. Mit den Vereinigten Staaten von Amerika verbinden sich Klänge wie die der guten alten Swingzeit der 40er Jahre. Man denkt an Jazz, man denkt an Musiker und Musikerinnen, die den Rhythmus einfach im Blut haben. Und das haben sie. Die 1st Infantry Division Band unter Leitung von Chief Front Officer 4, Douglas W. Parman.
Gäste aus Großbritannien, meine Damen und Herren, jetzt in der Hans-Martin-Schleyer-Halle bei unserer Parade der Nationen 2000, die schon des Öfteren hier in Stuttgart bei dieser großen Veranstaltung dabei waren und immer wieder gerne kommen und auch beim Publikum sehr gerne gesehen sind, aus dem einfachen Grund. Englische Gelassenheit gepaart mit englischem Humor und typisch englischer Ausgelassenheit. All das erleben wir bei der Royal Tank Regiment Gambra Band unter Leitung von Captain David J. Milgate.
Italien, liebe Zuschauer, ist das Land, in dem die Musik geboren ist, ohne Frage. Die Vereinigten Staaten, das Land, wo der Swing herkommt, wo der Rhythmus herkommt, so wie beispielsweise auch Ungarn. Wir leben in Baden-Württemberg. Was kommt hierher, könnte man sich fragen. Auch, ja. Aber natürlich unter anderem der Tanz. Und das werden Sie gleich sehen, meine Damen und Herren. Denn es wird getanzt in Baden-Württemberg, und zwar so erfolgreich, dass man viele Medaillen und dergleichen schon nach Baden-Württemberg geholt hat. Und da haben wir uns sehr zu bedanken beim ersten Tanzclub Ludwigsburg. Heute Abend vertreten mit der A-Formation der Lateintänze, meine Damen und Herren. Der erste TCL. Oh, say what it means, though you're 13, but I'm all right.
Mit Ungarn, liebe Zuschauer, verbinden uns viele schöne, interessante Urlaubsimpressionen natürlich, aber auch das Wesen der Ungarn, Paprika im Blut, herrliche, zündende, feurige Melodien. All das gebracht von der Militärmusik Debrecen unter Leitung von Oberstabsfähnrich Béla Kes.
wir sind jetzt in Italien. Das Land der großen Melodien, das Land der Oper, herrlicher Gefühle, die in dieser Musik sich verdichten, so auch jetzt in dem Orchester, das heute aus Italien zu uns hierher gekommen ist. Es gehört zu den ältesten Truppenteilen der italienischen Armee, 340 Jahre alt, die Grenadiere, wobei die Akteure sehr, sehr viel jünger sind. Das sind nämlich alles durchweg Wehrpflichtige, die sich zusammengefunden haben, um ihren Dienst zu tun. Das heißt, sie haben staatstragende Aufgaben, sie sind bei Staatsempfängen dabei und sie machen Wachablösungen vor dem Palast des italienischen Präsidenten. Und natürlich machen sie auch Musik, Gäste aus Italien. Die Banda del Primo Reggimento Grenadieri di Sardegna unter der Leitung von Oberstabsfeldwebel Nicolo Camerata. Thank you.
Musikalische Botschafter aus der Ukraine, meine Damen und Herren. Man hat mich gebeten, zwei Dinge besonders hervorzuheben. Zum einen haben sie eine furchtbar lange Anreise gehabt, nämlich 2000 Kilometer sind sie hergefahren nach Stuttgart. Zum anderen gibt es das Orchester 2 Jahre und dafür eine wunderbare Qualität. Musikalische Botschafter der Ukraine. Es handelt sich um das Orchester mit dem längsten Namen des heutigen Abends, nämlich das 7. Militärorchester des Stabs des nördlichen operativen Oberbefehls der Ukraine, so heißt es. Und man weiß und sieht, dass sie eine herrliche Musik machen, wie gesagt, musikalisch wunderbar ausgebildet, und das alles haben sie mit nach Stuttgart gebracht. Unter der Leitung von Oberstleutnant Wladimir Daschkowski und einem Sänger hat man auch dabei, und das ist Wladimir Rischin. Tierra soñada por mí, mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti, mi cantar checo de fantasía, mi cantar flor de melancolía.
Herzlichen Dank. Verdienter Beifall, meine Damen und Herren, für das Heeresmusiker 9 unter Leitung von Oberstleutnant Bernd Faber. Eine Band, die wirklich alles spielen kann, vom Jazz bis hin zur Folklore, mitreißende Rhythmen und absolut die Show im Blut. Ja, das war's dann schon fast für heute, meine Damen und Herren. Das war unsere große Show, die Parade der Nationen 2000 zugunsten der Aktion Multiple Sklerose erkrankter Landesverband Baden-Württemberg der Amsel. Wir werden die Spendenkontonummer ganz am Schluss der Sendung auch noch einblenden. Das war's für heute. Wir hoffen, Sie hatten ein bisschen Spaß bei unserer Sendung und verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Alles Gute Ihnen und auf Wiedersehen. Wiederschauen. Tschüss.